Wir haben Roswitha gefunden und sie ist böse und hässlich. Und, oh Gott, ich brauche eine Stimme für sie. Oh Gott, Meine liebe Genevieve. Verstell dich nicht. Es ist vorbei, Roswitha. Alles, was ich wollte, ist diesem Ort ein bisschen Eleganz zu verleihen. Ich wollte dir und deinen Schwestern beibringen, wie man sich als Name benimmt. Vergiften Damen Könige und entführen Prinzessinnen. Zweck heiligt die Mittel. Geh mir nicht im Weg, Prinzessin. Das ist unser Zuhause. Du bist hier nicht mehr willkommen. Oh. Jetzt. Oh Gott. Okay. Kann ich die besiegen mit meinen. Was macht die da? Ist sie blöd? Oh, es geht. Cool. Finde ich gut. Okay. Bücher einstellen. Los! Oh, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier richtig wild hier. Oh Gott, das ist ein schwerer Bossfight. Oh Mann, und wie es laggt hier. So schrecklich. Egal, damit müssen wir es leben. Ich, so wie ihr, müsst damit es leben. Weißt du was, viermal durchmachen und so, bis da oben mal klettern und dann sie besiegen. Och, das ist ja schrecklich. Das wäre ja total schrecklich. So, Roswitha, stirb. Oh Gott. Was zur Hölle? Warum bläst ihr mich an? Ey, die Lache hat voll gut zu meiner Stimme gepasst, die ich hier gegeben habe. Ey, voll professionell. Ich hätte Synchronsprecher dafür sein können. Och Leute, das dauert ja Stunden, bis ich das gemeistert habe. Egal, wir schaffen das. Wir sind ein tolles Team. Glaubst du wirklich so stark an uns? Natürlich. Und du und ich, das ist doch ein Team ohne Gleichen. Ich hab Angst um die Biff. Ich auch. Aber wir müssen es tun. Für meinen Vater. Und für meine Schwestern. Du hast recht. Dieser Zeit. Das ist Zeit, wo sich zeigt, wer zum Held geboren wird. Und wer zum Nichts gemacht wird. Muss er jetzt rüberspringen und dann an ihr vorbeilaufen? Nein, muss sie wohl eher nicht. Was ich auch könnte, wäre so und dann spielen. Oder auch nicht. Ach so, vielleicht nicht hier mit Ninja-Schuhen. Da kann ich weiter mit springen. Vielleicht kann ich sie einfach in der Gegend hauen. So, rüberspringen, guck ich mal. Ey, ich verstehe den Boss gerade echt nicht, was er machen muss. Oh, das ist cool. Einfach mal abgekürzt. Geil, finde ich super. Aber ich weiß nicht, was er machen muss. Ich muss auf jeden Fall den Schalter drücken, aber wie? Von mit voll. So, blas mal rüber, Mädel. Ach Mann. Das nervt mich gerade ein bisschen. Dass es so schwer ist. Ich drücke meinen falschen Knopf zum Abschlag. Nee, das hilft irgendwie auch nicht. Vielleicht zurückschlagen? Doch, muss ich. Aha! Ich muss jetzt zurückschlagen. Heult die gerade ernsthaft? Oh, jetzt wird Akku. Oh, weg hier. Komm, Jenny, wir schaffen das. Ja, für meinen Vater und für meine Schwestern. Und für das gesamte Königreich. Stehe, Roswitha! Doof, dass ich hier wieder stehe. Also, das war echt doof von der. Aber wir schaffen es, Leute! Wir schaffen es! Ich werde die Königin sein. Ich! Heul nicht, du doofe Kuh. Oh, was das? Nö. Ah, Twyla. Oh Gott. Was ist das denn? Hihihi, geht.
nämlich schwindlig bei. Miau. Ich hab die Götzweiler. Oh, hier bin ich wieder. Oh, bin ich gleich hin. Oh, falsche Seite. Ich bin hier durch. Lalala. Oh, cool. Oh nein. Ah, oh nein. Der Affe. Oh nein, Roswitha. Oh nein, Roswitha. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wieso können die sich teleportieren? Ich will auch teleportieren können. Unfair. Stirb, Roswitha. Du hast keine Chance gegen mich. Sieh's ein. Du hast keine Chance gegen die wahre Kraft der Freundschaft. Ich fange dich mit meinem Schmetterlingsnetz. Hä? Schicken, was du machst. Ah, okay, ich lasse sie einfach mal. Oh nein! Na super! Ich bin einmal nicht da und dann macht sie das. Na super. Stirb! Was postet sie da eigentlich? Also im Film? Ah! Postet denn für mich einen Affen? Twyla! Wo bist du? Twyla! Twyla! Wo bist du? Oh, da bist du ja. Du bist nicht Twyla! Geh weg, Roswitha! Geh weg! Wir werden dich besiegen, dich und dein Unrat! Dein Affe ist nervig, übrigens. Lass dich mal kastrieren. Das ist total nervig. Stirb! Ach, Roswitha! Süß, wie sie unten die ganzen Kaffeekannen macht und jetzt kommt sie nach oben und... Das hier. Oh Mann, Roswitha. Mach doch irgendwas richtig Gutes. Mach doch mal die richtige Blase da. Nein. Kleine Kaffeekanne. Roswitha. Sei nicht so eine dumme Nuss. Sei nicht so eine dumme Nuss. Hä? Ja, das macht sie gar nichts mehr. Deswegen ist einfach nur fuck der Shit. Komm her, mach was. Ach, muss ich jetzt ein paar Monster besiegen, bevor sie es macht? Ah, oh, jetzt bin ich gestorben. Ja, witzig, wenn die liebe... Ah, wenn die nichts macht, die doofe Kuh. Ja, 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 ja. Kommt jetzt schon der Affe? Nö, jetzt kommen erst die ganzen Spiegel und die ganzen Teetassen. Sicher war das, die ganzen Sachen verzaubert hat. Ich hätte noch decken können. Warum hast du es denn nicht? Ich bin blond, hallo. Dauert ein wenig. Aber ich hab's bis rausgekriegt. Du kamst auch nicht auf die Idee. Entschuldigung. Ich kenne Roswitha halt nicht. Die ist hässlich. Die ist alt vor allem. Richtig alt. Oh nein! Ich vergesse mal, dass jetzt der Affe kommt. Das Namen ich vergessen habe. Brutus! Brutus! Nein! Brutus ist da! Wo ist Twyla? Wo ist denn Twyla? Wir haben es doch gerade draußen gehört. Aber wo war sie denn? In einem Raum neben uns. Oh. Ha! Du bist tot! Doofe Kuh! Oh nein, mein Zauber hat sich gegen mich selbst gewendet. Ich kann nicht aufhören zu tanzen. Für mich sieht es eher Wein aus. Ja, für mich auch. Sie wird eine Weile tanzen. Papa, oh, du bist wach. Ja, Genevieve, dank dir. Ich hätte Roswitha niemals vertrauen sollen. Aber Gott sei Dank geht es dir gut. Dir und deinen Schwestern gut. Schwester, die komisch rumwirbelt. Wir werden uns bessern, Papa. Das versprechen wir. Wir werden uns wie Damen benehmen. Aber eben weil ihr so unterschiedlich seid, könnt ihr Roswitha aushalten. Ich bin so stolz auf jeden von euch. Besonders auf Genevieve. Sie hat doch alles gemacht. Danke, Papa. Oh, das war das Spiel leider. Oh, schade. Es war ein schönes Spiel. Barbie TM 12 Dancing Princesses. Published by, ja, wer es durchlesen will, der kann sich durchlesen. Ich rede mal ein bisschen über das Spiel. Das Spiel hatte was. Es war schwer. Also es manchmal echt schwer und die Level waren manchmal ziemlich unübersichtlich, aber man hat sie nach Zeit geschafft. Die vielen Kleider, die verschiedene Fähigkeiten verliehen, die waren ziemlich gut. Ich fand auch ziemlich gut, dass man die immer von verschiedenen Schwestern bekam. Ich habe den Film immer angesehen. Und das passt auch sehr gut vom Spiel her und vom Film her. Die Story ist gleich. Zwar ist die Art, wie sie Roswitha finden, als halt anders, weil im Film, da finden noch so ein komisches Kristallpalast, wo dann irgendwas passiert und so. Aber allgemein würde ich sagen, das passt sehr gut. Auch die verschiedenen Attribute, so gesagt, die verschiedenen Fähigkeiten der Prinzessin zeigt sich. Und es endet auch genau wie hier. Also Roswitha tanzt und die anderen sind wieder fröhlich. Da würde ich sagen, das Spiel ist gut gelungen. Oh, ich kann es schon vorspulen.
Ihr könnt ja stoppen, wenn ihr es lesen wollt. Also ich lese nicht. Andy, Mike, Bob, Jason, Anne, Rachel, Mike, Carlos, Jeff, Kurt, Chris, blablabla. Way Forward. Was? Way Forward? Weg nach vorne? Achso. Voldy, John, blablabla. Zweimal James, was? Also das Spiel ist ganz gut. Ich gebe es eine... Ariel, ein besser 75 bis 80%. Oh, ja, und das war's. Im nächsten Part, ja, es kommt noch genau ein Part. Genau, ein Part kommt doch. Und da stürzen wir uns auf die... Ach da, Way Forward. Ah. Und da stürzen wir uns auf die wunderschönen Minispiele. Ja, da haben wir insgesamt drei. Und zwar Schmetterlinge fangen, Bänderrennen und Bücheraufgabe. Gut, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.